Hallihallo, heute mal wieder der Versuch der Antwort auf eine Zuschauerfrage. Ich bin hier unter Linux Mint und eine der Zuschauer hat gefragt, wie installiert man überhaupt Programme unter Linux? Ja, wie installiert man Programme? Nun, jetzt könnte ich natürlich sagen, ja, da startest du das und das Programm, suchst du das und das aus und dann installiert man Programme oder man startet ein sogenanntes Terminal und gibt einen Befehl ein und schon installiert man Programme. Nun, die Frage war aber, wie installiert man unter Linux-Programme? Und das ist natürlich ein bisschen schwieriger zu beantworten. Gut, jetzt ist es eigentlich so, ne? Es gibt viele Linux-Versionen und jede macht das so ein bisschen, wie sie möchte. Und das ist gut so. Gut so, zum Beispiel Ubuntu. Ja, Ubuntu hat ein Software-Center, ne? In seinen Programmen. Dass ich hier auf eine Webseite gegangen bin, ist eigentlich die Ausnahme, denn ich brauchte dieses Symbol. Normalerweise braucht man nicht, auf eine Webseite zu gehen, um mit dem Ubuntu Software Center ein Programm zu installieren. Es hat nämlich eigene Paketquellen, das Ubuntu Paketquellen. Um zum Beispiel das Programm Firefox zu installieren, muss ich nicht auf die Firefox Homepage gehen und ich brauche nicht auf die Thunderbird Mozilla Homepage gehen, um das E-Mail-Programm zu installieren. Man startet so ein Programm, wie zum Beispiel das Ubuntu Software Center und installiert von da aus das Programm Firefox. Nun, auch das geht nicht auf die Firefox Homepage, sondern die Pakete, deshalb sieht er ein bisschen aus wie eine Einkaufstasche, liegen schon vor auf dem Server desjenigen, der das Linux-System gemacht hat, hier in dem Fall. Ja, von Ubuntu, die Firma Canonical, die das betreut. Nun gibt es aber zu jeder Linux-Version, zum Beispiel Ubuntu, auch Unterversionen, die durchaus verschiedene Installationsprogramme haben könnte. Zum Beispiel gibt es Lubuntu, hat ein anderes Symbol, funktioniert ähnlich, sieht wieder ein bisschen anders aus. Es gibt also verschiedene Linux-Versionen, davon wieder Unterversionen, davon wieder verschiedene grafische Programme, mit denen man Software installieren will. Oder darf, oder kann, oder muss. Warum das? Jede Linux-Distribution meint, sie hätte das, Rad erfunden, den Stein der Weisen gefunden und macht das ein bisschen anders. Das ist das Gute. Jetzt sagt ihr, das ist verwirrend. Nee, das ist das Gute, weil manche sagen zum Beispiel, Ubuntu, das Standard-Software-Center ist blöd, das Lubuntu gefällt mir besser. Der nächste sagt wieder, ich nehme lieber die KDE-Umgebung, anderer Desktop. Sieht die Benutzeroberfläche anders aus, ich benutze lieber Muon, Discover, gefällt mir besser. Der nächste sagt, ich benutze lieber, egal unter welchem Desktop ich bin, ob KDE-Umgebung, also Kubuntu, Lubuntu, Ubuntu, Xubuntu und wie sie alle heißen, lieber den Synaptic-Paketmanager, den gibt's unter allen. Gut, der nächste sagt, ja, das will ich auch nicht. Ich benutze den GDB Package Installer, mit dem kann ich zum Beispiel auch von einer Webseite was runterladen und ein DEP-Paket installieren. Jetzt gibt es aber nicht nur Distributionen wie zum Beispiel Ubuntu, die auf DEP-Paketen basieren, sondern es gibt auch andere Linux-Versionen, die haben überhaupt kein DEP, DEP, Debian, Debian. Debian Ion sieht man schön auf DistroWatch, zum Beispiel Debian Ubuntu und davon wieder abgespaltet Linux Mint, Kubuntu, Lubuntu, Xubuntu und wie sie alle heißen, Edubuntu, Gnomebuntu, die benutzen DEP-Pakete. DEP-Pakete. Und die kann man nicht nur in so einem grafischen Desktop installieren, man kann auch das sogenannte Terminal benutzen. Ich gehe mal schnell hier rüber, dann seht ihr das besser. Ein Terminal, das gibt es quasi mehr oder weniger unter jeder Linux-Version. Ja, in irgendeiner Form kommt man auf sein Eingabeprompt in eine Konsole, in eine Shell oder wie man es auch nennen mag, TTY und wie sie alle heißen, Bash oder ähnliches. Gut, und da kann man sowas eintippen, sudo apt-get install und dann der Programmname, zum Beispiel Firefox. Drückt Enter, gibt sein Admin-Passwort ein und schon wird das Programm aus der offiziellen Paketquelle
Hier in dem Fall von Linux Mint, wo ich gerade bin. Das wiederum auf Ubuntu basiert, das wiederum auf Debian basiert. Installiert, ne? Genau. Das geht nicht auf die Firefox, also Mozilla Homepage, sondern die haben ihre eigenen Paketquellen auf derer Homepage. Ne? Das wird dann automatisch von denen runtergeladen. Gut, ne? Man kann sich zum Beispiel nicht vergoogeln und versehentlich auf eine Seite landen, wo gar nicht der Firefox ist, ne? Die sich nur so tut. Ne? Gut, das wäre das Terminal. Das gibt's quasi unter jeder Linux-Version. Und in diesem Terminal, zum Beispiel OpenSUSE, verwendet RPM. Ne? Und in diesem Terminal muss man nicht apt-get eingeben, wie unter Debian, Ubuntu, Linux, Mint und wie sie alle heißen, sondern da gibt es ein Programm, das heißt Zyper, zum Installieren. Ja, unter Fedora oder CentOS, alles Linux-Versionen, was hier oben steht, da heißt das Programm, das ich im Terminal eingeben muss, in dem kleinen schwarzen Fensterchen, wo ich da war, heißt nicht apt-get, das heißt auch nicht Zyper, das heißt yum. Und unter Magaia oder Mandriva heißt das urpmi. Ja, ihr seht schon, da gibt's verschiedenste Linux-Versionen. Jede macht ihr eigenes Ding und das ist gut, weil jede meint, sie hätte steinerne Weisen gefunden. Slackware, zum Beispiel Slack-Package. Install und wo PKG steht, könntet ihr jetzt gedanklich überall mal Firefox einsetzen. Das Paket, was man installieren möchte. Zenwalk, zum Beispiel NetPKG, also NetPackage, Leerzeichen und dann Firefox. Würde sich der Firefox installieren, jede Linux-Distro macht da sein eigenes Ding. Oder zum Beispiel Arch Linux, auch sehr viel benutzt von meinen Zuschauern, ne, hat Pacman, ne, ein Package Manager. Und den sagt man Leerzeichen minus S, großes S, nochmal ein Leerzeichen und dann Firefox, dann installiert er. Ne? Alles wie gesagt Terminal-Befehle. Entsprechend gibt es dann auch die Uninstall-Befehle, hier schön aufgelistet auf DistroWatch. Komm, bei Zapion Linux ist es EQ, bei dem ist es APK, bei dem ist es Canary und. Wie gesagt, es gibt viele terminalbasierte Installationsmöglichkeiten, ne? Wo man verschiedenste, je nach Linux-Version, andere Terminalbefehle eingeben muss in dieses kleine schwarze Fensterchen, wo ich da war. Gut. Je nach Linux-Version, wie gesagt, terminalbasierte, unterschiedliche Befehle. Was gut ist, weil jede Linux-Distro sagt, wir wissen es besser als die anderen oder wir nutzen Paketquellen anderer mit oder unsere Paketquellen sind optimiert auf einen ganz bestimmten Zweck. Gut, und weil viele halt Umsteiger zum Beispiel von Windows lieber ein grafisches Programm benutzen, anstatt in einem schwarzen Fensterchen wie unter DOS-Zeiten herumzufummeln, gibt es halt die, ja, grafischen Paketinstaller, GDB oder Synaptic oder Moorn oder Lubuntu oder Ubuntu Software Center. Mittlerweile gibt es auch ein Ubuntu Store, ne? Aber der wird jetzt im Moment ein bisschen kritisch gesehen, ne? Ubuntu 14.10 Next benutzt ein Ubuntu Store. Das, ja, das geht so ein bisschen Richtung Smartphone. Und was wir von den Stores der Smartphones nicht so mögen, ist, sind dann halt, es gibt Apps, die wollen uns nur Schadware unterjubeln. Da geht das die falsche Richtung. Und da geht es genau die falsche Richtung. Deshalb wird das kritisch gesehen, ne? Eigentlich ist so ein Store zentrale Ablage standardmäßig, Linux-mäßig sowieso schon immer gewesen und gut gewesen, sinnvoll gewesen, ne? Damit man sich nicht verklickt beim Suchen auf einer Homepage. Andererseits kennt man es über die Apps, da darf so ziemlich jeder sein App hochladen, der bei drei auf den Bäumen ist und so ein bisschen programmieren kann. Und der könnte auch Schadware uns unterjubeln über einen Store. Ne? Schlimmstenfalls über kostenlose Programme wie zum Beispiel Spiele. Ja, wollen wir nicht. Da geht's die andere Richtung, deshalb werden solche Stores ein bisschen kritisch gesehen. Sofern die Stores denn jetzt so sind, dass da freie und Open-Source-Programme drin sind, ja, wie zum Beispiel Grafikprogramme GIMP oder Firefox und so weiter, wo der Quelltext offen liegt und man reinschauen kann, ist das in Ordnung. Kommen aber Programme rein, die man nicht kennt, schaut man sich diese Stores nur ungern an. Ja, so ein Software-Center
ist auch nichts anderes als, wie man an diesem A erkennt, eine Art App Store. App heißt nichts anderes als Programm. Gut, aber was unter Linux eigentlich ein Store, eine gemeinsame Paketquelle ist, der geprüfte, das ist jetzt wichtig, geprüfte, sichere Open Source Software drin ist, ist eine ganz andere Geschichte als in einem App Store, wo Gott und die Welt irgendein Scheißdreck hochlegt. Ja. Und deshalb gut, jeder macht sein eigenes Ding. Wie gesagt, ein App Store möchte man nicht unbedingt aus dem Software Center gemacht sehen, zum Beispiel bei Ubuntu. Ihr habt mittlerweile erkannt, es gibt verschiedenste Möglichkeiten, etwas zu installieren unter Linux. Manchmal, ja, hier zum Beispiel ist eine Anwendungsverwaltung, heißt es hier, oder Mint Install unter Linux. Mint ist aber auch so ein Software Center. Hier sehe ich keine Schadware-Apps. Das sind solche Programme aus sicheren Paketquellen, würde ich mal sagen. Paketquellen, welche denn? Ja. Synaptic kann man schauen, aus welchen Paketquellen kommen sie denn. Paketquellen kann man sich anschauen. Sind das denn jetzt wirklich sichere Quellen? Kann man mal reinschauen. Offizielle Paketquellen gibt es. Es gibt zusätzliche Paketquellen. Hier zum Beispiel müsste ich getdepnet vertrauen, könnte ich was runterladen. Und es gibt die sogenannten PPAs, persönliche Paketquellen, wo irgendjemand dann meint, er müsste ein Projekt betreuen. Das kann gut sein, wenn das jetzt eine PPA ist von einem offiziellen Projekt, wie zum Beispiel Firefox. Ne? Wenn ich die PPA von Firefox hinzufüge, hätte ich immer die neueste Version von Firefox und nicht unbedingt die, die zu der Linux-Distro gehört, die ich gerade benutze in den offiziellen Paketquellen. Bei den PPAs gibt es aber auch Privatleute, die schreiben irgendetwas, was man gut findet. Und da müsste ich denen vertrauen und PPAs immer sehr, sehr kritisch behandeln, genauso wie App Stores. Gut, das dürfte euch eine ungefähre Übersicht geben. Wie ist das mit Linux? Ist das schwierig, das etwas zu installieren? Nein, wenn es denn um Linux-Programme geht. Je nach Linux-Distro, ihr habt ja in der Regel nur eine auf dem Rechner. Benutzt halt die Programme, die dafür gedacht sind unter eurer Linux-Distro und die sind schön bunt mit solchen Symbolchen zu sehen. Ja, zum Beispiel unter Ubuntu so knallrotes Symbol. Hier sieht man auch unter Linux Mint sofort ein Symbolchen und Anwendungsverwaltung kann sofort draufklicken, sein Passwort eingeben zum Installieren und dann ist das gut. Also man muss sich dann nur an die Version von Linux gewöhnt, die man gerade hat und nicht an alles, was es auf der Welt gibt. Wie gesagt, bei den Software-Paketquellen kritisch mal hinterfragen. Nun, es gibt natürlich auch Programme, die kann man sich runterladen. Das sind vielleicht nur kurze Texte, kleine Skripts. Die Skripte gegebenenfalls Zugriffsrechte ausführbar machen. Aber bitte nur dann, wenn ihr sicher seid, was da drin ist, dass das auch sicher ist. Ne? Öffnen könnte ich mal gucken. Lieber erstmal anzeigen lassen, was da so drin steht. Versuchen zu verstehen, was da drin steht, als blind herunterzuladen und auszuführen. Manchmal trifft man auch auf Programme, die muss man erstmal maken, machen. Ja? CMake und Make und ähnliches. Die müssen erst kompiliert werden, passend zur Linux-Version. Das sind dann aber meistens Treiber oder ähnliches, wo man erstmal passend zu seiner eigenen Linux-Distro etwas im Terminal kompilieren müsste. Kann man zum Beispiel sehen, hatte ich vorhin hier mal kurz so. Das könnte zum Beispiel so ähnlich aussehen, Make. Und Make Install, da muss man in der Regel in das Verzeichnis gehen, wo man sich das Zeug runtergeladen hat. Dort im Terminal den Befehl eingeben, der in der README-Datei oder der Installationsbeschreibung drinsteht. Dann wird ein Programm erstmal kompiliert, passend zu der Linux-Version. Da oftmals die Programme ganz allgemein gültig für jede Linux-Version veröffentlicht werden, sodass man sich das selber kompilieren kann, dass es zu der Linux-Version passt,
wo man gerade ist, in der Architektur, passend zu dem Linux-Kernel, also dem Betriebssystem-Kern. Ne? Hier haben wir zum Beispiel Uname-A, wir haben hier ein Linux-Betriebssystem für 64-Bit, hat man einen Quelltext heruntergeladen, der ganz allgemein ist, den man erst maken muss, dann guckt er nach. Ja, für was muss ich mich denn kompilieren? Für einen 64-Bit-Computer, für einen 32-Bit? Und passend zu welchem Kernel sind in diesem Kernel-Betriebssystem Kern? Ja, hat man wahrscheinlich auch schon gehört, da gibt es einen Herrn Linus Torvalds, der das Kernel verwaltet, der hat mal so Linux erfunden. Und der hat im Betriebssystem Kern mit den Modulen. Und wenn man dann halt mit Make, CMake und wie auch immer was selber kompiliert, da muss erst nachgeschaut werden, was für ein Betriebssystem Kern hat's denn, welche Architektur. Und solche ganz allgemeinen Quelltexte werden dann erst kompiliert. Werdet in der Regel aber ganz, ganz selten machen. Hier nur erwähnt, der Vollständigkeit halber. Meistens werdet ihr in eurer Linux-Distro etwas finden, das zum Beispiel der Synaptic-Paket-Manager heißt. Mit dem kann man etwas suchen, installieren und dann ist das gut. Oder es gibt so eine Art App-Store, hoffentlich nicht mit Apps drin, die irgendwer programmiert hat, sondern geprüfte Apps, zum Beispiel bei Moon Discover oder bei dem normalen Ubuntu Software Center oder beim Lubuntu Software kann man sicher sein, dass da nur Software drin ist, die geprüft ist, die quelloffen ist und falls nicht, wird die separat markiert als proprietär bezeichnet und die installieren wir dann. Wenn wir uns nicht sicher sind, nicht keine proprietäre oder kauf Software, denn Linux-Leute wollen alles für umsonst. So, das hier war hoffentlich nicht umsonst, aber dafür kostenlos. Ich hoffe, ihr mitgeholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.